Von der Geschichte über die Erlösung eines Boxers bis hin zum letzten Hurra eines Strippers. Die erste Hälfte des Jahres 2023 hat eine Reihe von Filmen hervorgebracht, die weit weniger Geld einbrachten, als ihre Produzenten gehofft hatten. Renfield spielte bei einem Budget von 65 Millionen Dollar nur knappe 10 Millionen ein und stand damit in starker Konkurrenz zu anderen Filmen, die auch im April in die Kinos kamen, wie The Pope's Exorcist und der Super Mario Bros. Film. In Anbetracht der Tatsache, dass die Figur des Dracula seit einem Jahrhundert ein gespenstisches Vermächtnis im Horrorbereich hat, waren die Zuschauer, die Renfield in der Erwartung eines Gruselfilms gesehen haben, enttäuscht, als sie feststellten, dass die komödiantischen Aspekte des Films ein wenig zu dominant waren. To most, I am known simply as Renfield's Boss! Horrorfilme sind dafür bekannt, dass sie in den Kinokassen rentabel sind, da ihre Produktionskosten im Allgemeinen niedrig sind und die Nachfrage der Fans groß ist. Renfield stand in direkter Konkurrenz zu The Pope's Exorcist, der mit einem viel geringeren Budget von 18 Millionen Dollar gedreht wurde und sich ausschließlich darauf konzentrierte, ein Horrorerlebnis zu bieten. Und der am Ende ein weltweites Einspielergebnis von fast 75 Millionen Dollar erzielte. Außerdem könnte die Entscheidung von Universal, Renfield nur eine Woche nach ihrem eigenen kommerziellen Kassenschlager, der Super Mario Bros. Film zu veröffentlichen, als fragwürdig angesehen werden. Was das mangelnde Vertrauen des Verleihs in seine schrottige Horrorkomödie hervorhebt. Jeff Katz, Produzent von The Pope's Exorcist, tweetete: "Sieht so aus, als ob The Pope's Exorcist an diesem Wochenende vor Renfield auf dem zweiten Platz debütiert. Unseren direkten Konkurrenten zu schlagen, der das Doppelte unserer Marketingausgaben und mehr als das Dreifache unseres Produktionsbudgets hatte, ist ein schöner kleiner Sieg." Katz fuhr in einem weiteren Tweet fort: "Die Moral der Geschichte ist, dass Genrefilme im Allgemeinen nur zu einem vernünftigen Preis produziert werden sollten. Es geht darum, Einspielergebnisse zu erzielen, um möglicherweise noch weitere Filme zu drehen. Popes wird für Sony allein aufgrund dieses Ansatzes lukrativ sein." Shazam hat dieses Jahr wirklich den Zorn der Kinogötter zu spüren bekommen. Mit einem Einspielergebnis von 30,5 Millionen Dollar an seinem Eröffnungswochenende hatte Shazam Fury of the Gods den schlechtesten Kinostart für einen DCEU-Film, der nicht während der Pandemie veröffentlicht wurde. Mit einem weltweiten Einspielergebnis von knapp über 130 Millionen Dollar, bei einem Budget von 110 Millionen Dollar und weiteren 100 Millionen Dollar Marketingkosten wäre es eine Untertreibung zu sagen, dass der Film eine Enttäuschung an den Kinokassen war. Ein wachsendes Gefühl der Superheldenmüdigkeit beim Publikum, ein Mangel an positiver Mundpropaganda und mittelmäßige Kritiken sind nur einige der Gründe, die zum Misserfolg von Shazam 2 beigetragen haben. Die Ankündigung eines Reboots des DC-Universums durch James Gunn und Peter Safran könnte das Publikumsinteresse an bestehenden DCEU-Erzählungen gesenkt haben und die Konkurrenz mit der Super Mario Bros. Film und Dungeons & Dragons Ehre unter Dieben erwies sich als fataler Schlag für Fury of the Gods. Für Regisseur David F. Sandberg war dies jedoch keine Überraschung, denn er gab einen inzwischen gelöschten Kommentar auf Reddit ab, in dem er sagte: "Ich habe schon vor langer Zeit gesehen, wohin es führen würde. Mir wird es aber nichts ausmachen. Ich habe mein ganzes Geld im Voraus bekommen." Hauptdarsteller Zachary Levi twitterte seine eigene Meinung über die enttäuschende Resonanz des Films und schrieb: "Ich denke, das größte Problem, das wir haben, ist das Marketing. Das ist ein perfekter Familienfilm, doch viele Familien sind sich dessen nicht bewusst, was einfach eine Schande ist." It's all about family. 65 ist ein origineller Science-Fiction-Film, der nicht Teil eines größeren Franchises ist. Eine Seltenheit heutzutage. Adam Driver und Ariana Greenblatt spielen einen Raumschiff-Piloten und ein junges Mädchen, deren Schiff auf der von Dinosauriern verseuchten Erde abstürzt und sie zwingt, sich an das gefährliche Habitat unseres prähistorischen Planeten anzupassen. Das Filmmarketing setzte auf die Fangemeinde von Driver, sodass der Film umgangssprachlich als Adam Driver 65 bezeichnet wurde, um den zweideutigen und eher öden Titel zu kompensieren. Das Problem? Drivers Popularität hat sich außerhalb der Star-Wars-Fortsetzungstrilogie nicht unbedingt als Kassenmagnet erwiesen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass sich das Budget für 65 auf rund 91 Millionen Dollar belaufen haben soll. Auch dieser teure Film kam im März 2023 in die Kinos, einem Monat, in dem die Zuschauer mehrere andere Filme zur Auswahl hatten. 65 konkurrierte mit Franchise-Filmen, auf die viele Fans mit Spannung warteten, wie Scream 6, Ant-Man and the Wasp Quantumania und Creed 3, sowie mit den verbleibenden aus dem Vorjahr, Der gestiefelte Kater, Der letzte Wunsch und Avatar, Der Weg des Wassers. Die schlechte Mund-zu-Mund-Propaganda und die schlechten Kritiken haben auch nicht gerade dazu beigetragen. Die Filme von Guy Ritchie waren schon immer entweder ein Erfolg oder ein Fehlschlag. Seine Disney-Live-Action-Neuverfilmung von Aladdin spielte 2019 weltweit etwas mehr als 1 Milliarde Dollar ein, während sein historisches Epos King Arthur, Legend of the Sword, von vor 2 Jahren sich als große Enttäuschung an den Kinokassen herausstellte. Ritchies neuester Spionagefilm Operation Fortune erwies sich mit einem mageren Einspielergebnis von 3,1 Millionen Dollar im Inland und einem weltweiten Einspielergebnis von 37 Millionen Dollar bei einem geschätzten Budget von 50 Millionen Dollar als wenig lukrativ.
Das schlechte Abschneiden des Films an den Kinokassen war jedoch keine Überraschung, da viele Branchenexperten seinen unausweichlichen finanziellen Untergang vorausgesagt haben. Die Veröffentlichung von Operation Fortune wurde mehrfach verzögert. Ursprünglich sollte der Film im Januar 2022 in die Kinos kommen, wurde dann aber aufgrund einer Zunahme von Covid-19-Fällen in den Vereinigten Staaten auf März verschoben. Danach wurde der Film erneut auf unbestimmte Zeit verschoben, dieses Mal einfach aus Pech. Wie sich herausstellte, sind die meisten Bösewichte des Films Ukrainer. Ein Zufall, den die Produzenten in Anbetracht der laufenden russischen Invasion in der Ukraine für geschmacklos hielten. Finanzielle Probleme plagten auch das Produktionsstudio STX, dessen Fusion und Umstrukturierung die Veröffentlichung von Operation Fortune weiter in Frage stellte. Infolgedessen hatte der Film ein schlechtes Marketing und das endgültige Veröffentlichungsdatum wurde nur wenige Wochen vor dem Kinostart im März 2023 bekannt gegeben. Dadurch hatte der Film nur sehr wenig Zeit, um inmitten der starken Konkurrenz einen Hype für das Publikum aufzubauen. God damn it! I do the stunts, you shoot the money! Wake up, everybody! Seit seinem Kinostart Mitte April hat Beau Is Afraid bei einem Budget von 35 Millionen Dollar insgesamt rund 10 Millionen eingespielt. Der bisher teuerste Film von A24. Mit einem so großen Budget für ein Indie-Projekt hatte Autor und Regisseur Ari Aster völlig freie Hand, um seinen unverwechselbaren, absurden Stil in grandiosen Bildern auszudrücken. Leider könnte diese kreative Freiheit den Film am Ende zum Scheitern verurteilt haben, da viele Kritiker und Zuschauer das dreistündige Epos als zu selbstverliebt empfanden. Es ist nicht unrealistisch, dass A24 von Asters drittem Film große Einnahmen erwartet hat. Sein Projekt wurde nicht nur durch die Popularität von Joaquin Phoenix unterstützt, sondern die beiden vorherigen Filme des Regisseurs haben bewiesen, dass es ein Publikum für seine einzigartige Art des Filmemachens gibt. Im Jahr 2018 spielte Hereditary mit einem Budget von 10 Millionen Dollar über 81 Millionen Dollar ein und Midsommar machte aus 9 Millionen Dollar 46. Im Vergleich zu Beau Is Afraid waren die Budgets für diese beiden Filme recht bescheiden, ein wichtiger Faktor für die Rentabilität. Auch wenn Beau Is Afraid mit einem Rekordeinspielergebnis von $320.396 in 4 Kinos an seinem Eröffnungswochenende die Indie-Kinokasse 2023 anführte, ist es wahrscheinlich, dass der Film als großer finanzieller Verlust für A24 in die Geschichte eingehen wird. Wir wollen nicht auf Guy Ritchie herumhacken, aber sein neuester Film wurde vom Publikum nicht so gut aufgenommen wie Sherlock Holmes. Der zweite Film des Filmemachers im Jahr 2023, Guy Ritchie's The Covenant, ist mit einer Bewertung von 82% fresh auf Rotten Tomatoes sein bisher bestbewertetster Film. Der kritische Erfolg des Films wurde jedoch von seinem bedeutenden finanziellen Misserfolg überschattet, der bei einem überdimensionalen Budget von 55 Millionen Dollar weltweit nur 17 Millionen Dollar einbrachte. Guy Ritchie's The Covenant ist ganz anders als alle anderen Filme von Ritchie. Er ist viel geerdeter und nachdenklicher, ohne den Witz und den Stil, den der Rest der Filmografie des Regisseurs auszeichnet. Selbst nachdem der Name des Filmemachers an den Titel angehängt wurde, gelang es nicht, Fans anderer Ritchie-Filme wie Snatch, Schwein und Diamanten und Codename Uncle anzulocken. Die Ursache für den Misserfolg könnte in der minimalen Vermarktung des Films liegen, aber auch in seinem Vertriebsmodell. Er wurde in den USA in etwas mehr als 2600 Kinos gezeigt. International gab es keinen Kinostart. The Covenant wurde in den USA von MGM vertrieben, während der internationale Vertrieb durch die Streaming-Rechte nach dem Kinostart an Amazon Prime Video vergeben wurden. Was den Film in anderen Ländern zu einem Direct-to-Streaming-Film macht. Wie bei Operation Fortune, der nur einen Monat zuvor veröffentlicht wurde, wurde The Covenant von STX Films produziert und deren neuerliche finanzielle Probleme haben sich womöglich auch auf die Vermarktung und Veröffentlichung des Films ausgewirkt. Mit einem Budget von 40 Millionen Dollar plus 20 Millionen Dollar für das Marketing erwies sich Magic Mikes letzter Film als der teuerste und am wenigsten lukrative des Franchise. Während Magic Mikes Last Dance an seinem Eröffnungswochenende mit 8,2 Millionen Dollar an der Spitze der Kinokasse stand, beendete der Film seinen Kinostart mit einem weltweiten Bruttoergebnis von 56 Millionen Dollar. Bei weitem nicht so lukrativ wie seine Vorgänger. Zum Vergleich, der Film Magic Mike aus dem Jahr 2012 spielte weltweit 170 Millionen Dollar ein, während die Fortsetzung Magic Mike XXL aus dem Jahr 2015 weltweit insgesamt 123 Millionen einspielte. If you were to do this just like one last time, how much would something like that go for? Magic Mike's Last Dance sollte eigentlich exklusiv für HBO Max produziert werden. Doch David Zaslav, CEO von Warner Bros. Discovery, entschied sich dafür, den Film in die Kinos zu bringen. Da jedoch seit der Veröffentlichung des Vorgängerfilms fast 8 Jahre vergangen waren, war das Publikum nicht so sehr daran interessiert, das Franchise aufzuholen. Als sich der dritte Film auf die Romanze von Mike und dem Neuling Max konzentrierte, war die Besetzung, die die beiden vorherigen Filme so beliebt gemacht hatte, so gut wie nicht anwesend. Die Mitglieder von Mikes Truppe, Kings of Tampa, erscheinen nur kurz am Ende von The Last Dance, was für diejenigen, die die Anwesenheit erwartet hatten, nicht genug war. Big George Foreman schildert den Aufstieg, den Fall und den Wiederaufstieg der Boxlegende und des Unternehmers George Foreman. Der mit einem Budget von 32 Millionen Dollar produzierte Film, der damit das teuerste Projekt des christlichen Produktionsstudios FM Films war,
sollte an seinem Eröffnungswochenende 5 Millionen Dollar einspielen, schaffte jedoch nur 3. Das hohe Budget war zwar nicht völlig unangemessen, doch der Misserfolg des Films könnte auf ein unzureichendes Marketing und einen Mangel an klarer Ausrichtung auf das Zielpublikum zurückgeführt werden. Big George Foreman war in seiner Werbung gespalten, da er sowohl ein christliches Publikum als auch Sportfans ansprechen sollte. Der Film kam bei beiden Gruppen nicht sehr gut an. Die einen hielten den Film für zu Mainstream und die anderen fanden ihn zu religiös. Religionsbezogene Filme werden in der Regel mit bescheidenen Budgets produziert, was ein wesentlicher Faktor für die Rentabilität ist. Es ist ja nicht so, dass Christen nicht ins Kino gehen. Lionsgate's Jesus Revolution hat mit einem Budget von 15 Millionen Dollar 52 Millionen eingespielt, während die biblische Indie-Geschichte His Only Son mit nur 250.000 Dollar beeindruckende 12 Millionen Dollar einspielte. Mit einem weltweiten Gesamteinspielergebnis von nur 5,2 Millionen Dollar zeigt Big George Foreman keine Anzeichen, dass er sein Budget von 35 Millionen Dollar wieder einspielen wird. Fast ein halbes Jahrhundert lang lehnte die Autorin Judy Blume alle Angebote für die Verfilmung ihres 1970 erschienenen Bestsellers Bist du da, Gott? Ich bin's, Margaret, ab. Das änderte sich, als der Produzent James L. Brooks und die Autorin und Regisseurin Kelly Freeman Cage die Autorin davon überzeugten, dass die beiden der Geschichte auf der großen Leinwand gerecht werden würden. I love the movie and how many authors of the book can say, I think that movie is better than the book. Oh, wow. Während die originalgetreue Verfilmung des Romans von 1970 von Kritikern und Publikum gleichermaßen gelobt wurde, spielte Are You There, God? Ich bin's, Margaret, ein enttäuschendes Einspielergebnis von nur 6,8 Millionen Dollar ein. Es wäre schwierig für den Film, sein Budget von 30 Millionen Dollar wieder hereinzuholen, wenn man bedenkt, dass er sich an ein sehr spezielles Publikum wendet. Trotz der zeitlosen Themen der Geschichte könnte sich das nicht mehr zeitgemäße Setting der 1970er Jahre nachteilig auf die Attraktivität des Films für die Zielgruppe der jungen Mädchen ausgewirkt haben. Angesichts der Tatsache, dass der Film in erster Linie Frauen über 45 ansprach, die mit dem Buch aufgewachsen sind und nicht die angestrebte Zielgruppe von Mädchen und Teenagern, könnte die mangelnde Klarheit darüber, für wen der Film gemacht war, der Hauptgrund für seinen Flop sein.